Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Schön, dass du dir wieder deine wertvolle Zeit nimmst und mir lauscht. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Auf dieses Thema möchte ich etwas näher eingehen. Jeder idealisiert einen anderen Typ, hat gewisse Vorstellungen, wie Mann oder Frau aussehen soll. Jeder Mensch betrachtet die Schönheit eines Menschen anders. Die Geschmäcker sind eben total verschieden. Der äußere Schein drückt oft das innere Bild. Oftmals hat man bereits schöne Menschen kennengelernt, die charakterlich so daneben waren, dass man sie in kürzester Zeit gar nicht mehr als so schön wahrgenommen hat. Und andersrum gibt es auf den ersten Blick unscheinbare Menschen, die aber menschlich so schön sind, dass man diese als wunderschön empfindet. Sogar eine Warze im Gesicht wirkt dann nicht mehr störend. Man ist einfach verzaubert von diesem Menschen und man versteht es gar nicht. Ich glaube, du weißt, von was ich spreche, und ich vermute, du hast das auch schon erlebt. Sophia Loren sagte einst: Scham ist der unsichtbare Teil der Schönheit, ohne den niemand wirklich schön sein kann. Charmante Menschen wirken tatsächlich harmonischer und attraktiver. Sie tragen eine besondere Ausstrahlung nach außen. Der Grund liegt darin, dass wahre Schönheit im Inneren anfängt, wie man selbst die Welt wahrnimmt. Denn schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Wir können so viel als schön empfinden. Lieder, Musik, Natur, schöne Momente, Kleidung und was auch ganz wichtig ist, uns selber liebevoll zu betrachten, die eigene persönliche Schönheit zu entdecken, ohne die vorgegebenen Normen der Gesellschaft, wie ein Körper vielleicht aussehen oder gekleidet sein soll. Es fällt uns unheimlich schwer, unseren Körper so anzunehmen, wie er eben ist, in seiner puren, natürlichen Schönheit. Ist es nicht so, dass unsere Seele dieses Wunder von Körper bewohnt und mit diesem irdischen Pyjama Erfahrungen machen darf? Also achten und ehren wir diesen Tempel, anstatt vorm Spiegel zu stehen und sich als zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß zu kritisieren. Wenn man solche abwertenden Signale gibt, bedenke, der Körper hört all diese Kritik mit. Wie soll der Körper Schönheit ausstrahlen, wenn er all diese Kritik mithört? Er fühlt sich nicht wertgeschätzt und nicht geliebt. Blicken wir doch mit dem Herzen der Liebe und Achtsamkeit auf den Körper und entdecken wir unsere persönliche Schönheit darin. Denn neben der äußeren Schönheit gibt es auch die innere Schönheit zu entdecken, wie die Charakterstärken, unser Potenzial, die ganze Fülle und den Reichtum in uns. Um das Herz für die Schönheiten des Alltags zu öffnen, gebe ich dir einen kleinen Tipp. Am Morgen, wenn du aufstehst, dann frage dich, was hat dieser Tag an Schönheiten für dich zu bieten? Du öffnest vielleicht das Fenster, die Sonne scheint bereits und die Vögel singen dir ein schönes Morgenlied. Oder die Regentropfen tanzen ihren Plätschertanz. Oder du schnappst dir vom Kleiderschrank dein Lieblingsoutfit, das dir eine wohltuende Schönheit verleiht. Frage dich, wie kannst du das Leben heute als Geschenk sehen und mit Freude begegnen? Du stärkst damit den Blick auf deine innere Schönheit und diese hat die Kraft, die äußere Schönheit zu überwinden. Wir alle sind so unterschiedlich, einzigartig und die Ästhetik so vielfältig, mit all den verschiedenen Kulturen, Bräuchen und Ansichten. Gibt es überhaupt hässliche Menschen? Meiner Meinung nach nicht. Wenn, dann gibt es hässliche Charakteren und hässliche Handlungen. Letztendlich liegt alles im Auge des Betrachters. Und nicht wir, sondern das Herz entscheidet, wen und was wir schön und anziehend finden. Somit wäre ja alles gesagt.
dein Herz entscheidet. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.